Ich hatte für das Hamburger Abendblatt die Idee, eine Schicht der Hamburger Polizei zu begleiten über mehrere Monate. Im Endeffekt waren es 16, um festzustellen, was macht der fehlende Respekt mit denen, was macht die fehlende Anerkennung oder aber auch die Aggression ihnen gegenüber, weil man sie für Vertreter eines Staates hält, den man ablehnt. Das habe ich in Rahlstedt gemacht, das ist ein Hamburger Stadtteil, der größte Stadtteil, aber gleichzeitig sowas wie Hamburg im Kleinen. Ein ganz normaler Stadtteil mit sozialen Problemen und mit Wohlstand auf der anderen Seite. Was ich übrigens schnell festgestellt habe, ist, es gibt gar nicht diesen Problem über Gebühr mit mangelndem Respekt. Den haben sie sich meistens verschafft durch ein klares Auftreten, aber auch durch ein freundliches Auftreten. Was es aber gibt, ist ein riesiges Problem mit Menschen, die psychisch gestört sind, die nicht steuerbar sind, deren Verhalten nicht kalkulierbar ist, wo man nicht weiß, was passiert jetzt. Und so ist ein Polizist der Nachbarschicht, also ich war nicht dabei, sondern habe es erzählt bekommen, gerufen worden zu einem Fall und der Anrufer hat dann sofort diesem Polizisten den Wangenknochen zertrümmert, nur um der Polizei einen Grund geliefert zu haben, ihn mitzunehmen. Das Ganze war als Langzeitprojekt angelegt, mit offenem Ende. Letztendlich sind es 16 Monate geworden, die ich die Polizisten immer begleitet habe. Es waren immer dieselbe Schicht, derselben Wache. Anfangs war ich alleine dabei, später konnte dann auch unser Fotograf Michael Rau noch mitkommen. Und man hat uns überall mitgenommen, zu jedem Tatort. Es gab kein Tabu. Wir waren in Wohnungen, die zum Tatort wurden, wir waren in Kneipen, wir waren bei Auseinandersetzungen auf der Straße dabei. Und wenn ich sage, es gab kein Tabu, muss ich das doch ein wenig einschränken. Eins gab es dann doch. Und zwar ist die Polizei abends alarmiert worden von etlichen Anwohnern, die von einem Mann mit einer Machete berichteten, der durch die Straßen irrte. Und es war völlig unklar, wer ist das, was ist der Hintergrund, was soll das, wie gefährlich ist das Ganze. Und dann hat man mich gebeten, erst einmal kurz im Auto sitzen zu bleiben, bis man die Lage dann unter Kontrolle hatte. Letztendlich war dieser Mann kein Amokläufer, sondern es war ein psychisch gestörter Mensch, der unter Drogeneinfluss stand. Anfangs habe ich schon eine gewisse Zurückhaltung und auch einige Skepsis bei den Polizisten und Polizistinnen erlebt, die auf einmal einen Journalisten mitnehmen sollten. Irgendwie, die wussten ja auch nicht, wie gehe ich damit um, was mache ich daraus. Und letztendlich, was dann geholfen hat, war der lange Atem. Nämlich immer und immer wieder vorbeizukommen, mitzufahren und nur zuzuhören, mit den Leuten zu sprechen, zu beobachten, aber nichts zu veröffentlichen. Dadurch ist es gelungen, Vertrauen aufzubauen, sodass sich Polizisten nach und nach geöffnet haben. Nicht jeder gleich, aber durchaus einzelne sehr, sehr intensive und gute Gespräche über Menschen, die gesprochen haben über ihre Berufszweifel, die sich gefragt haben, ist Polizist zu sein das Richtige für mich? Über eine Polizistin, die erzählte, was es mit ihr gemacht hat, als sie 3 oder 4 Mal sogar Menschen hatte, die in ihren Armen nach Unfällen gestorben sind. Oder 2 Polizistinnen und ihr Kollege, die zu einem Einsatz gerufen worden waren, wo ein psychisch kranker Mann seine Verlobte bei der Verlobungsfeier mit 100 Messerstichen getötet hat. Und diese Polizistin haben versucht, noch die Frau zu reanimieren, aber erfolglos. Sie ist gestorben. Und über das, was das ausgemacht hat, was das irgendwie in ihnen bewegt hat, wie sie damit umgegangen sind, haben diese Polizisten aufgrund des Vertrauens mit mir gesprochen. Die Leserreaktionen waren schlicht überwältigend. Wir haben die Serie in der Printausgabe in der Weihnachts-Silvester-Januar-Phase veröffentlicht. Es waren 6 Folgen, die täglich aufeinander irgendwie erschienen sind. Und schon vom ersten Tag an gab es Briefe, Mails, es gab Anrufe von Lesern, die sich bedankt haben dafür, dass die Arbeit der Polizei mal so dargestellt wurde, die sich betroffen gezeigt haben von der Belastung, die die Polizisten zum Teil jedenfalls haben. Und die Reaktionen aus der Politik und ehrlich gesagt auch aus der Polizei waren auch wirklich gut. Das Besondere an diesem Projekt war, vielleicht das zum Abschluss nochmal, ich habe Polizisten erlebt in diesen 16 Monaten, die sehr aufeinander geachtet haben, die füreinander da waren im Einsatz, die sich beschützt haben im Einsatz,
die auch im Anschluss an den Einsatz füreinander da waren. Was ich aber nie erlebt habe, ist irgendein Chorgeist oder so eine miese Kameraderie. Davon war nichts zu spüren. Die mag es bei der Polizei in bestimmten Einheiten geben, hier nicht.